Was war das eben über Pfeile? Jagdspurpfeile. Sie sind nützlich, um Leichen zu entsorgen, wenn... Naja, wenn man sie eben nicht einfach so herumliegen lassen will. Die Spitze ist mit einem besonderen Öl überzogen. Nichts Magisches. Es beschleunigt die ganze Sache nur etwas. Schwierig zu bekommen. Ich habe nur noch ein paar davon. Warum habt ihr euch die Fäuste des Talma angeschlossen? Ich habe der grünen Dame über Jahre hinweg gedient. Finoriel, derjenigen vor Gwering. Als das Dominion sich gründete, schlossen sich ein paar Jagdspur als Vertrauensbeweis an. Und, naja, die Hochelfen sind nicht gerade für ihr Geschick als Waldläufer bekannt. Habt ihr Finoriel eingeschätzt? Stark. Wie? Wortkarg. Dachte, das taten mehr sagen als Worte. Eine wahre grüne Dame, wenn es je eine gab. Als sie dahinschied, spürten wir alle es. Insbesondere die Jagdspur. Wir sollten losgehen. Gut, wir haben nicht viel Zeit. Ja, Danny hier spielt zufälligerweise offenbar Left 4 Dead herum. Zombie! Nein, nicht angreifen, nicht angreifen! Puh. So, ich muss hier wahrscheinlich... Bindende Bande. Och, Mann. Schon wieder irgendwelche Horde von Spielern hier unterwegs, die mich nerven. Schert euch weg. Stört. Mal kurz gucken, wo sind die denn eigentlich? Es ist nicht gerecht, dass ihr lebt. Ach, ihr Penner, ich verschwinde. Die stören gerade über das Let's Play um ein Vielfaches. Unten eines Schwertes und Spuren, die nach Süden führen. Schwerer beim Gehen als beim Kommen. Sie müssen also etwas von hier mitgenommen haben. Ich frage mich nur was. Gut. Ja, ich müsste mal die... Vielleicht mal die Fähigkeiten von meinem Charakter ein bisschen verändern. Die stören teilweise. Plasma. Gut, hier haben wir das erste Ziel. Vor kurzem getötet. Ist dies das Schwert des Leutnants? Er muss in der Nähe sein. Frage ist, ist das das nächste Ziel hier? Alter, nicht so laut. Ich habe mich erschrocken. Meine Fresse. Leutnant Ivan hier. Ihr seid verletzt. Der Hauptmann. Wer hat das getan? Ihr müsst ihn aufhalten. Ja, bevor ich mit ihm spreche, ihr habt ja Zeit. Wenn ich mal erstmal hier... Eins von drei. Er ist gefangen. In einer Falle aus dädrischer Magie. Er wird zu einem derer werden, die ihr bekämpft habt. Oder er wird getötet, wenn er zu schwach sein sollte. Wenn ihr ihn befreien wollt, lasst euch warnen. Ihr könntet seinen Platz einnehmen. Wer seid ihr? Einer, der danach trachtet, dem Schrecken dieses Ortes ein Ende zu bereiten. Ich bin ein Schatten von Ulthorn.
demjenigen, den man den Bluthund nennt. Ich versuche, Wiedergutmachung zu leisten. Wir sollten uns sputen. Mit jedem Atemzug entgleitet er uns weiter. Bringt mich zu ihm. Macht euch bereit. Die Reise wird schwierig. Ja, ich bin bereit. Schließt die Augen. Okay, Leute, schließt eure Augen. Oh, das hat schmerzhaft. Das war nicht gut. Tja, wir sind auf dem Road. Das war Let's Play The Elder Scrolls Online Tamriel Unlimited. Ich danke euch fürs Zusehen. Und... bis zum nächsten Let's Play. Hallo? Ah! Seid ihr bereit, euren Freund zu befreien? Es bleibt nicht viel Zeit. Ich kann nichts sehen. Erlaubt mir, euren Blick aufzuklären. Dort. Nun seht ihr ein bisschen schärfer. Wo sind wir? Im Kerker des Geistes. Gebaut für den, der ich einst war. Hirsine blickte tief in meine Seele und verwandelte meine Erinnerungen in ein Labyrinth der Qualen. Ein Teil von mir konnte entfliehen. Und Hirsine machte eine Waffe daraus. Muss Hauptmann Trelano. Tief in meinem Kerker, wo Wildhüterin Otzai seinen Verstand knackt wie eine Nuss. Wenn sie erfolgreich dabei ist, wird sie ihn aushöhlen und in einen ihrer Diener verwandeln. Seine Hülle wird Nirn durchstreifen, um jeden zu jagen und zu töten, den er jemals kannte. Wie komme ich an ihn heran? Geht einfach durch diese Barriere. Seht ihr die Gegenstände auf dem Tisch? Drei Erinnerungen, die die Entschlossenheit eines Bluthunds stählen sollen. Wählt die richtige und die Barriere wird fallen. Wählt die falsche und ihre Diener haben frische Beute. Wer seid ihr? Ein Echo von Ulthorn, ehe er zum Bluthund wurde. Als er diesen Ort verließ, verschlang ihn sein Jagdeifer nach der grünen Dame. Genau wie Hirsine es geplant hatte. Alles andere ließ er zurück. Mich ließ er zurück. Wo bin ich hier? In einer Schmiede. Anstelle von Stahl formt sie Fleisch. Anstelle von Feuer facht sie Seelen an. Hier schuf Hirsine seinen Bluthund. Eine lebende Waffe, die von Leidenschaft getrieben wird. Wildhüterin Otzai ist nicht so wählerisch. Sie haben eine krude Armee aus totem Fleisch geschaffen. Wer ist Hirsine? Hirsine, ein Tyrann aus dem Reich des Vergessens. Hirsine, der die eine Hälfte des Gewissens aller Menschen ist. Er ist der Vater der Werbestien und erfreut sich an jeder Jagd, ungeachtet ihrer Beute. Was hat Hirsine mit dem Bluthund zu tun? Ich war einst ein Jäger. Als die grüne Dame mich verschmähte, suchte ich mir Hilfe. Ich kam nach Wildingslauf und fand Hirsine, der schon auf mich wartete. Er verwandelte meine Liebe in Besessenheit. Er pervertierte sie zu seinen infernalischen Zwecken. Und ich wurde sein Bluthund. Wieso? Um die grüne Dame zu fangen, würde ich meinen. Die stärkste aller Bosmer, die wiederum die besten Jäger ganz Nirns sind. Wie hätte Hirsine einer solchen Beute widerstehen können? Schon seit Generationen begehrt er sie als Trophäe. Und ich war der Schlüssel. Irgendwelche Vorschläge, was die erste Barriere angeht? Zu Lebzeiten lachte ich gern. Einige behaupten, ich wäre richtig gehend schadenfroh gewesen. Ein unpraktisches Geschenk für eine praktisch veranlagte Frau kam mir unwiderstehlich geistreich vor. Das sagt mir jetzt überhaupt nichts. Nur einer von ihnen wird den Weg freigeben. Wählt mit Bedacht. Gut. Thors Hammer, ein Bogen und ein Geweih. Ein Zeichen meiner Zuwendung. Gwering hat ihn zuerst gesehen, ein Panther mit Augen hell wie Mond über uns. Früher am Tag hatten wir den Köder vorbereitet, den wir jetzt mit einem Pfeil am Tier vorbeischossen. Aber irgendwie hat das Vieh Lunte gerochen. Das alte Monster drehte sich um und starrte in die Tarnwand an, die wir doch so gut im Dickicht versteckt hatten. Er fletschte die Zähne und kam wie ein schwarzer Wind mit vollen Geschwindigkeit auf uns zugerannt. Gwering schoss einen Pfeil ab. Schnell wie ein Blitz traf er das Auge des Tiers, aber das rannte immer noch weiter. Als es meinen Speer erreichte, hob mich die Wucht des Aufpralls von den Beinen. Wäre mein Griff nicht so fest gewesen, wäre ich in den Baumwipfel geschleudert worden. So mächtig waren seine Todeszuckungen. Gwering löschte die brennenden Augen des Tiers mit ihrer Klinge und behielt
mir und behielt mir seinen Schädel. Ich werde ein Zeichen meiner Zuneigung aus ihm fertigen. Das ist das Knochenamulett. Aber so groß? Es ist eine schöne erste Trophäe. Dann werdet ihr... Wie könnte ich nicht, aber die Weber haben mich gerufen. Ich muss nach Sylvanar gehen. Okay. Beseitigt die nächste Barriere. Die erste hätten wir. War ja gar nicht so schwer. Detra. Okay. Ich werde dich auf eure Haut holen. Zur Flanke. Hey, du Ness. Hallo, stirb. Schöner Heilungsstab. Nicht schlecht. Nö, nee, den brauche ich doch gar nicht. So, weg damit. Trefft eure Entscheidung mit Bedacht. Nur ein Andenken wird den Weg freigeben. Hm? Sie ist zurückgekehrt, meine Geliebte ist aus Sylvanar zurückgekehrt, nur um unser Leben in Brand zu setzen. Sie ist zurückgekehrt. Meine Liebe aus Sylvanar ist zurückgekehrt, nur um unser Leben in Brand zu setzen. Eine grüne Dame. Bei Ifre. Natürlich ist sie würdig, aber warum muss das bedeuten, dass es aus ist mit uns beiden? Wir wollten doch gemeinsam jagen. Die Welt soll unsere Beute sein, aber jetzt will sie ihren Bogen für immer niederlegen. Ich habe mit Gwerin gesprochen, aber sie kommt einfach nicht zur Vernunft. Mehr noch, ihr Verlobte ist dieser alberne Schwächling in der Nähe. Das ertrage ich einfach nicht. Ich muss etwas tun. Ich werde mich unverzüglich nach Sylvanar begeben. Es muss doch einen Grund für diesen Schwachsinn geben. Oder Wahnsinn. Und falls nicht, dann werde ich dafür sorgen. Uiuiuiui. Also ich habe Bogen gesehen. Aber Suppenschüssel. Bogen. Also ich habe Bogen gelesen, also Bogen. Die grüne Dame? Aber das ist unmöglich. Wenn die Weber sagen, dass ich es bin, dann werde ich es sein. Wir waren nicht füreinander bestimmt. Nein, ihr müsst euch weigern. Gwering, wir werden uns nicht so auseinanderreißen lassen. Ultron, bitte. Mein Teil in dieser Geschichte ist vorbei. Dann ist die Geschichte falsch. Und so wollte er die Geschichte ändern. Gut. Zweite Barriere erledigt. So. Klatsch. Ah, interessant. Ach Leute, ihr nervt. Ich würde dort natürlich noch mehr Schaden machen mit den Zweihandwaffen, aber... Pff. Ich habe leider keine Fähigkeiten da in die Richtung.
Oh. Ihr sind fast da. Wählt und bringt es hinter euch. Ich habe ihn gefunden. Herr Sehne spricht zu mir. Ich darf nicht scheitern. Ich darf mich nicht unter den Ungerechtigkeiten ergeben, die ich erleiden musste, obwohl sie alle gegen mich obwohl sich alle gegen mich wenden, werde ich nicht aufgeben. Ich kehre nach Wildingslauf zurück. Dort, an dem verwunschenen Ort, an dem ich geboren wurde, werde ich die Macht finden, die Herr Sehne mir versprochen hat. Mit ihrer Hilfe werde ich einen neuen Weg schmieden, eine neue Geschichte. Wenn ich mich dann erhebe, werde ich mich dadurch die Überreste von Silvanas Stadt und seines Körpers schlage, wird Gewehring zu mir kommen. Grüne Damen und Herr, ihr wird keine Wahl bleiben, denn Hesine ist mein Jäger und ich bin sein treuer Bluthund. Interessant. So, was haben wir hier als Auswahl? Schwert? Das Totem und die Giftfiole. Ich denke mal, das ist das Totem. Natürlich ist das das Totem. Ihr hättet nicht kommen sollen, Ultron. Sie fürchten ihn, Gwering. Mit Hirsines Hilfe könnten wir... Der dädrische Fürst, ich will nichts mehr davon hören. Wenn ihr denkt, dass ich mich gegen mein Volk stelle, seid ihr verrückt. Es ist mir egal, was dazu notwendig ist. Gwering, ich werde das nicht vergehen lassen. Ich würde alles für euch tun. Alles? Dann hört auf. Ich bin meinem Volk verpflichtet. Ich werde es vor jeder Bedrohung beschützen, sogar vor euch. Gwering! Nehmt das Amulett zurück, Ultron. Nehmt es und erinnert euch daran, was wir einst waren. Uiuiui. Das ist noch nicht vorbei. Das ist nicht das Ende. Tja. Allerdings ist das das Ende für diese Folge.